Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wollte mir über das Büchermagazin Mokka mal meine ganz eigene Meinung bilden und habe mir aus diesem Grund auch die aktuellste Ausgabe dieses Büchermagazins mal bestellt und bin sehr positiv überrascht, dass dieses Format doch so gut funktioniert. Und auch, dass ich den ein oder anderen Buchtipp entdecken konnte, der mich doch sehr interessiert bzw. sehr neugierig gemacht hat. Und in dieser Ausgabe habe ich ein Buch entdeckt, was ich so leider nicht im Buchhandel gefunden habe. Und da dachte ich mir, ich frage einfach mal beim Verlag nach, ob sie mir denn dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung stellen möchten. Und das haben sie auch getan. Und aus diesem Grund möchte ich mich ganz recht herzlich beim Verlag bedanken, dass sie mir dieses Buch zur Verfügung gestellt haben. Und um welches Buch es sich handelt, das seht ihr wie immer jetzt. Zur Verfügung gestellt bekommen habe ich das Buch Jahresringe von dem Autoren Andreas Wagner, welches am 1. September 2020 im Trömer-Knauer Verlag erschienen ist. Das Buch hat insgesamt 252 Seiten und ist der Debütroman des Autoren. Aber um was geht es in diesem Buch? Als junges Mädchen muss Lenore von einem Tag auf den anderen ihr Zuhause verlassen. Sie verliert dabei nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre komplette Familie. Auf der Flucht gen Westen kommt sie irgendwann in ein Dorf, was zwischen Aachen und Köln liegt, und in diesem Dorf lernt sie einen freundlichen Bäcker kennen, welcher gerade an seine Kundschaft wohlriechende Moppen ausliefert. Der Duft dieses Gebäckes lockt Lenore förmlich an, denn sie hat seit einigen Tagen nichts mehr gegessen. Dieser freundliche Bäcker nimmt sie dann ja in seiner Familie auf und gibt ihr quasi nicht nur eine neue Familie, sondern auch ein neues Zuhause. Wie es aber oftmals der Fall ist, wird Lenore aber immer eine Außenseiterin in diesem Dorf bleiben. Und die Dorfbewohner lassen sie das auch regelmäßig spüren, indem sie oftmals kein Wort mit ihr wechseln oder sogar die Straßenseite wechseln, wenn sie irgendwo entdecken. Die umliegenden Wälder sorgen dafür, dass Lenore ja sich dennoch wohlfühlt in diesem Dorf und sie ja neuen Mut fasst, sich quasi neu erdet und auch zu sich selbst findet innerhalb dieser Wälder. Die Wälder rund um dieses Dorf nehmen eine sehr, sehr zentrale Rolle in dem Leben von Lenore ein. Im Laufe der Jahre wird ihr Sohn Paul in diesem Dorf geboren, sowie auch später ja ihre Enkelkinder Sarah und Jan. Paul, welcher die Entscheidungen seines Lebens doch sehr, sehr stark bereut, und die Enkelkinder, welche für Ideale und Vorstellungen eintreten in den Leben, haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf die gesamte Familie um Lenore. So viel möchte ich erst einmal zu diesem Buch verraten, weil ich finde, dass alles, was trotzdem noch in diesem Buch behandelt werden, von euch entdeckt werden sollte. Und zwar, ohne dass ihr vielleicht großartig diesen Klappentext lest und ich euch auch nicht so viel verratet, weil ich fand, das hat diesem Buch die positive Überraschung gegeben, welche ich erfahren habe, weil ich nur die, ja, Meinung im Mokka-Magazin gelesen habe und mich sonst so weit vom Inhalt ferngehalten habe, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Das Buch bzw. die Geschichte kann aus meiner Sicht in das Genre Generationsroman bzw. Familiendrama eingeordnet werden. Ich finde immer, dass Generationsroman bzw. Familiendrama irgendwie ein Genre sind, die aus meiner Sicht immer ganz gut zusammenpassen bzw. auch gar nicht so voneinander getrennt werden kann. Warum dieses Buch aus meiner Sicht zu einem Generationsroman gehört, liegt einfach daran, dass dieses Buch in drei Teile gegliedert worden ist von dem Autorin. In dem ersten Teil begegnen wir Lenore, in dem zweiten Teil dem Sohn von Lenore, Paul, und im letzten Teil den beiden Enkelkindern Sarah und Jan. In jedem Abschnitt, also in jedem Teil, ist ein Familienmitglied stark im Vordergrund und wir begleiten dann bzw. bekommen die Geschichte weiter von diesem Protagonisten oder dieser Protagonistin weiter erzählt. Das heißt nicht, dass die anderen Protagonisten
nicht mehr in dem jeweiligen Teil vorkommen, sondern einfach nur, dass sie stark in den Hintergrund rücken und hier und da mal wieder auftauchen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist bei dieser Aufgliederung, dass wir tatsächlich anhand der Familienmitglieder einen Zeitstrom folgen. Wir arbeiten, also der Autor arbeitet hier quasi nicht, wie es eigentlich, ich sag mal, in den Generationsromanen sehr, sehr üblich ist, mit Rückblicken, beziehungsweise dass uns die Geschichte nur von einem Familienmitglied erzählt wird und dann quasi auch ebenfalls mit Rückblicken gearbeitet wird. Sicherlich haben wir hier den einen oder anderen Rückblick, der einfach ja bestimmte Dinge erklärt, aber das Hauptaugenmerk liegt einfach auf der Verfolgung dieses Zeitstroms anhand der Familienmitglieder um Lenore. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, weil es mir so noch gar nicht begegnet ist und ich nicht gedacht hätte, dass ja ein Generationsroman auch so gut funktionieren könnte, dass man einen Zeitstrom verfolgt. Allerdings muss ich sagen, dass ich es sehr, sehr schade finde, dass Lenore hier den Löwenanteil bekommen hat von der Aufbildung der Geschichte. Ich sehe es an, dass Lenore quasi das Fundament der Familie ist, weil sie nun mal einfach der Ausgangspunkt ist auch dieser Geschichte und damit auch irgendwo ein Stück weit den Löwenanteil bekommen musste. Das ist mir völlig klar, aber ich hätte mir dennoch gewünscht, dass wir einige Sachen mehr über Paul erfahren, besonders weil er ja, wie ich schon bereits sagte, sehr mit seinen Lebensentscheidungen hadert, aber auch hätte ich gerne noch mehr über den Enkelsohn Jan und die Enkeltochter Sarah ja erfahren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es so für mich keine Längen hatte, das Buch, und somit zu einem sehr runden Geschichte wird und ich dadurch ja über hinwegsehen kann, dass der zweite und dritte Teil doch für mich doch das ein oder andere mehr, wo ich gerne noch das ein oder andere mehr gehabt hätte. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, ist, dass sich das sprachliche Niveau vom ersten Teil zu den beiden letzteren Teilen doch irgendwie unterschieden hat. Im Leben von Lenore spielt der Wald eine sehr, sehr zentrale Rolle und dieses Gefühl hat der Autor aus meiner Sicht sprachlich sehr gut herausarbeiten können. Ich fand, ihm ist es so gelungen, dass man beim Lesen das Gefühl hatte, dass man direkt im Wald ist und dass man direkt den Wald um einen herum spüren konnte. Und dieses Gefühl, beziehungsweise dieses sprachliche Niveau, ist irgendwie im zweiten und dritten Teil ein Stück weit abhanden gekommen. Mir ist bewusst, dass der Wald in den beiden anderen Teilen etwas abnimmt, die Bedeutung. Aber ich fand, dass andere Themen in den Vordergrund gerückt sind und da das sprachliche Niveau oder beziehungsweise dieses Gefühl durch die Sprache nicht so gut transportiert werden konnte wie im ersten Teil durch den Wald. Ich habe versucht, mir irgendwie eine Antwort zu geben, warum es im ersten Teil sprachlich so gut war, meiner Meinung nach, und was dafür gesorgt haben könnte, dass es im zweiten und dritten Teil dann nicht mehr, ja, ich will nicht sagen, dass es nicht ganz so gut war, es war ein Stück weit anders und das Gefühl hat sich irgendwie verändert durch die Sprache. Ich habe so ein bisschen gedacht, dass vielleicht der zweite und dritte Teil gar nicht so geplant war vom Autoren und deswegen das sprachliche Niveau vielleicht doch ein bisschen abgesackt ist. Ich möchte euch kurz einen Abschnitt vorlesen, damit ihr ja ein Gefühl dafür bekommt, was ich meine, was die Bedeutung des Waldes für Lenore so aussagt, beziehungsweise welches sprachliche Niveau der Autor hat. Um uns die Bedeutung des Waldes zu transportieren. Als sie den Wald betreten hatte, war es, als ob die Baumriesen hinter ihr ihre Reihen schließen würden. Sie stand inmitten eines tiefen, uralten Waldes. Unter ihren Füßen knackten Eicheln und die Nüsschen der Hainbuchen. Auf dem Totholz am Boden wuchsen Pilze, Moose und junge Bäume. Lenore betrachtete die Stämme der Buchen,
Glatt und kerzengerade ragten sie empor, trugen das Gewölbe aus Ästen und Blättern, das den Wald beinahe wie ein Kirchenschiff wirken ließ. Leonore begann zu schreiten. Der Gang durch den Wald bekam etwas Weihevolles. Sie hatten jedes Gefühl für Raum und Zeit verloren. Sie war längst nicht mehr sicher, wann sie die Gänse beim kleinen Habinger zurückgelassen hatte. Waren es Stunden oder Tage, konnten ihre Sinne sie derart täuschen. Ich denke, dass man mit diesem Abschnitt gut zeigen konnte, welches sprachliche Niveau der Autor hatte, um einen den Wald beim Lesen gedanklich hereinzuholen, sage ich mal. Ich hatte beim Lesen tatsächlich das Gefühl, dass ich im Wald sitze, dass ich den Wald riechen kann und den Wald in Gedanken einfach abspulen konnte. Und ich fand, das war so sprachlich so gut gelungen, dass ich es eigentlich sehr schade fand, dass er das im zweiten und dritten Teil nicht mehr ganz so gut zeigen konnte. Die Konstruktion der Geschichte hat mir im Wesentlichen eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn dieses Buch ebenfalls sehr, sehr viele Themen an sich behandelt. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass moderne Geschichten bzw. Geschichten, die jetzt immer so erschienen sind, relativ viele Themen behandelt haben. Also dass man versucht, so viel wie möglich an Themen in die Geschichte einzuarbeiten. Das hatte ich auch ein bisschen das Gefühl. Aber ich fand, dass alle Themen tatsächlich zur eigentlichen Geschichte passen. Also dass keins künstlich behandelt wurde. Also wir haben hier Themen wie: Was richtet die Gesellschaft mit unserer Welt an, also beziehungsweise mit unserer Umwelt? Dann, welche Bedeutung haben Generationen für eine Familie? Was macht die Flucht mit einem Menschen? Wie die Migration in eine Gesellschaft nicht stattfinden sollte? Beziehungsweise, was es mit den Menschen macht, wenn man eine Außenseiterrolle einnimmt und noch das ein oder andere Thema. Was ich gar nicht so genau sagen möchte, weil ich möchte euch nicht alle Themen verraten, die in diesem Buch behandelt werden, weil ich dann das Gefühl habe, dass euch so ein bisschen der Überraschungseffekt genommen wird. Und was mir aber dennoch sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass hier ein Thema drin steckt, womit ich nicht gerechnet habe. Das war auch dieser Überraschungseffekt und auch, dass es dafür sorgt, dass man sich genau mit diesem Thema, welches ungefähr bei uns vor 2 Jahren passiert ist, auch nochmal näher beschäftigt. Sich vielleicht doch die ein oder andere Dokumentation nochmal anschaut und schaut, wie war es denn wirklich? Hat der Autor sich hier ein Stück weit an den Fakten an den Fakten orientiert, und das fand ich sehr, sehr gut. Ich finde es immer wieder gut, wenn Geschichten uns daran erinnern, nochmal das eine oder andere nachzuschlagen, doch das eine oder andere nochmal näher zu betrachten für sich selbst und vielleicht auch nochmal die eigene Meinung zu revidieren und nochmal die Meinung zu, seine eigene Meinung zu hinterfragen. Das hat auch dieses Buch geschafft, und ich finde, es ist wunderbar, wenn genau das Geschichten mit uns machen, uns nochmal in sich gehen lassen, nochmal das eine über andere überdenken. Dafür ist Jahresringe definitiv gut geeignet. Bei den Protagonisten war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass alle drei Protagonisten so aufgebaut sind, dass sie uns von Grund auf sympathisch sind, was ich gar nicht schlimm finde. Ich finde es auch völlig legitim, wenn man, keinen Bösewicht in Anführungsstrichen hat. Aber nichtsdestotrotz hatten diese Protagonisten oder Protagonistinnen Ecken und Kanten, wo man sich an ihnen reiben konnte, sage ich mal. Das heißt für mich immer, dass man mit den Protagonisten arbeitet und anhand der Protagonisten auch nochmal in sich geht. Nicht nur anhand der Geschichte und der Themen, sondern auch an den menschlichen Regungen und Charaktereigenschaften der Protagonisten, was ich sehr, sehr gut gelungen finde vom Autoren Andreas Wagner. Ich finde auch, dass diese Geschichte man kann sagen, dass die Geschichte doch den ein oder anderen
Bösewicht haben könnte, wenn man das so auslegen möchte. Aber ich finde, genau das ist das, was auch nochmal die Geschichte einen überdenken lässt. Und zwar, dass jede Geschichte von zwei Seiten betrachtet werden kann. Dass nicht immer alles nur schwarz und weiß ist und dass bestimmte Sachverhalte einfach in jedem Menschen andere Gefühle auslöst, ja, Standpunkte bewegt und dass man niemals davon ausgehen sollte, dass seine eigenen Standpunkte die wirklich wahren, richtigen Standpunkte sind. Und ich finde, das schafft das Buch Jahresringe tatsächlich, um das nochmal zu überdenken. Und vielleicht nicht unbedingt mit den Themen, die hier behandelt werden, aber mit den Themen, die vielleicht eigene Leben behandeln. Und ja, finde ich sehr, sehr gut, dass das Geschichten immer wieder in uns auslösen. Und das tut Jahresringe aus meiner Sicht ebenfalls. Ansonsten bleibt mir am Ende dieses Videos nur noch zu sagen, dass ich euch diesen Debütroman tatsächlich empfehlen kann. Ich finde, dass diese Geschichte definitiv lesenswert ist und dass man sich ja an der Beschreibung der Wälder um dieses Dorf herum verlieren kann und dass man seinen Alltag ein Stück weit vergessen kann. Auch wenn ich den ein oder anderen Kritikpunkt habe, finde ich dennoch, dass dieses Buch als Debütroman sehr, sehr gelungen ist. Ich für meinen Teil werde Andreas Wagner weiter verfolgen und hoffe sehr, dass er das sprachliche Niveau, was er in seinem ersten Teil gezeigt hat, auch für seine nächsten Bücher ja, mitnehmen kann und vielleicht dann auch durchgängig hält. Das würde ich mir tatsächlich für Andreas Wagner wünschen. Ich werde diesen Autoren definitiv weiter verfolgen. Und als kleiner Tipp möchte ich noch gerne sagen, dass wenn euch dieses Buch interessiert, euch die Thematik angesprochen habt, versucht so wenig wie möglich diesen Klappentext zu lesen, um genauso wie ich von der Thematik ein bisschen überrascht werdet, auch wenn man ja vielleicht das ein oder andere Mal doch mit der Nase drauf gezeigt wird, schon in der Geschichte, aber ich finde, dass es immer wieder schön ist, wenn die Geschichte einen doch noch überraschen kann. Aber dafür ist es notwendig, dass man nicht ganz so viel den Klappentext studiert. Es würde mich natürlich noch interessieren, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, wie es euch gefallen hat, wie eure Meinung dazu war. Und für alle anderen könnt ihr mir natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen, die das Buch noch nicht gelesen haben und ob ich vielleicht euch auf dieses Buch neugierig gemacht habe. Ja, zum Abschluss wünsche ich euch jetzt nur noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden. Bis dahin. Tschüss.